Hallihallo, im heutigen Video möchte ich euch nochmal zeigen, wie das jetzt schon mit unserem Nein funktioniert. Wir haben fleißig geübt, aber nicht so, dass wir jetzt ständig das Nein üben. Aber wenn eine Situation es zulässt, dass ich das Nein einsetzen kann bzw. muss und auch reagieren kann, dann wird es natürlich auch eingesetzt. Ja, also schaut selber, wir sind da ganz, ganz toll dabei und wir machen auf jeden Fall weiter. Und bitte, bitte auf keinen Fall den Hund überfordern, sondern lieber immer fördern anstatt überfordern. Und man sieht, der kleinen Maus geht es gut und ich zeige euch jetzt die Fortsetzung vom Nein. So, nachdem wir das Nein jetzt so ein paar Mal im Sitzen gemacht haben, habe ich jetzt hier mal ein bisschen Wurst und ein bisschen Salami. Und man sieht, die ist schon ganz gut drauf. Ich lasse das jetzt gleich erstmal bei mir direkt vor mir fallen, dass ich notfalls meinen Fuß drauf halten kann, wenn wir das Nein machen. Und als Absicherung habe ich mir hier so eine kleine Schachtel gebaut. Da sind so ja ein paar kleine Steinchen drin. Und wenn die Macy da jetzt rangehen würde, dann würde ich diese Schachtel einmal fallen lassen. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Also, ich lasse die Wurst fallen. Nein. Prima. Und sie guckt mich an und kriegt hier das Futter. Naja, die Imi steht da auch. Und jetzt lassen wir die Wurst da einfach mal liegen. Und die Macy guckt mich die ganze Zeit an, geht von der Wurst weg, kommt jetzt in so einen Konflikt rein und kläfft die Wurst an. Prima. Die Imi kriegt natürlich auch ein Prima. Ja, und wir lassen die Wurst da einfach mal liegen und gucken, wie die Imi und die Macy hier jetzt mit dem Konflikt umgehen. Ja, sie geht immer schön von dieser Wurst weg. Also ihr seht, ich brauchte diese Schachtel gar nicht. Und sie guckt mich die ganze Zeit an und sagt, Mami, da liegt was ganz Böses. Und guckt jetzt auch die Imi an und sagt, Mensch, dürfen wir da wirklich nicht dran gehen? Imi kennt diese Übung schon, würde jetzt nicht an die Wurst gehen. Ich setze jetzt noch einen drauf und schmeiße da ganz auch noch mal eine Salami dazu. Prima, das Erste, was sie macht, sie guckt mich an, Imi sowieso, Imi kriegt dann auch immer noch mal einen Keks und ja, würde sagen, es läuft. Ja, das so zum Nein, das haben wir jetzt 2 Tage geübt und es läuft. Also wenn sie das jetzt so ankläfft, ist mir das erstmal egal. Wichtig ist, dass sie das Nein macht. Sie fragt immer bei Imi ab und sagt, Mensch, dürfen wir das wirklich nicht? Dürfen wir das ganz, ganz wirklich nicht, was da liegt? Und ich möchte gerne, dass meine Hunde das wirklich nicht... Nein! Prima! Jetzt hat sie noch mal ganz kurz versucht. Das ist auch immer das, was ich sage. Hunde suchen immer diese eine Sekunde, wo wir Menschen nicht aufmerksam sind. Und das ist schon sehr schwierig zu filmen und zu sagen, dass man dann auch aufpasst. Und ihr habt gesehen, sie hat eben schon das gemerkt, dass ich nicht ganz bei der Sache bin. Aber ich würde sagen, auch das läuft zumindest schon mal hier im Haus. Ihr seht, ich versuche immer erstmal hier in gewohnter Umgebung zu trainieren, da wo sie sich richtig sicher fühlt, und das Ganze breiten wir dann oder weiten das dann auch immer noch mal am Spaziergang aus. Ja, das war's zu dem Nein. Ich werde euch zeigen, wie es weitergeht. Jetzt versuchen wir mal, das Ganze mit dem Nein auch vom Futternapf zu machen. Nein! Prima! Ja, probieren wir das Ganze nochmal aus. Nein! Prima! Und sie kriegt hier natürlich richtig toll jetzt wieder eine Bestätigung. Okay, das war's zum Nein.